Erst der Countdown, dann die Sprengung. Mehr als 70 Meter stürzt die Brücke in die Tiefe. Knapp 500 Meter Stahl und Beton werden zu Schutt in nur wenigen Sekunden. Unglaublich. Vor allen Dingen, was mich ein bisschen gerührt hatte, war dieser Knall. Ich habe mich einfach gefreut, dass das Ding, die Brücke so runtergekommen, wie sie runterkommen sollte. Man zieht das ja auch mal ein bisschen mit, so mit dem Sprengmeister, den kenne ich auch persönlich, ja. Es ist die höchste Brücke, die in Deutschland je gesprengt wurde. Und die Vorbereitungen dauern Wochen. 1850 Löcher werden gebohrt und mit Sprengstoff gefüllt. Zentimeterarbeit. Schiefgehen darf hier nichts. Die neue Brücke steht nur ein paar Meter daneben. Filz- und Maschendrahtzaun sollen verhindern, dass irgendetwas durch die Gegend fliegt. Damit die Erschütterung beim Einsturz so gering wie möglich ist, wird unter anderem die Fahrbahn abgetragen. Die Brücke verliert ein Sechstel ihres Gewichts. Die Autobahn und eine Landstraße werden für mehrere Stunden gesperrt, eine 300 Meter Sicherheitszone eingerichtet. Um Punkt 11 dann die Zündung. Es war wirklich eine absolute Bilderbuchsprengung und insofern kann man nur sagen, happy, happy, happy. Die 1967 erbaute alte Talbrücke Rinsdorf ist Geschichte. Nun muss die 100.000 Tonnen schwere neue Fahrbahn samt Brückenpfeilern verschoben werden, rund 20 Meter. Ende 2024 soll alles fertig sein.